Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Seuche. Ja, und ich spiele einen kompletten Totembild. Ich spiele mit Fluch Blutgunst, Fluch Pentimento, Fluch Unsterblich und Fluch Nervenkitzel der Jagd. Und mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Die Idee ist, dass ich Überlebende infiziere. Hab ich dich? Und... okay. Du hast es nicht umgeworfen. Jetzt ist Blutgunst aktiv. Und alle Paletten im Umkreis von 32 Metern sind versperrt. Das heißt, sie muss wirklich ein ganzes Stückchen laufen. Bis sie hier hinkommt. Schade. Ich dachte, ich erwische sie. Ich glaube, man kann die erwischen. Wenn die da sehr nah dran laufen. Oh, du bist das direkt wieder. Hatte... okay. Was? Das war frech. Mann. Ich weiß nicht, woran ich da festgehangen bin. Der Schlag wäre so wichtig gewesen. Und damit haben sie das erste Totem zerstört und Sterblich ist raus. Okay, kein Problem. Ja, wir nehmen einfach ein paar Paletten weg. Die Map ist halt auch voll mit Paletten. Ich lasse sie vielleicht lieber erstmal laufen. Und infiziere hier noch ein, zwei Gens. So, das Totem könnte ich auch direkt neu aufstellen. Damit haben sie jetzt Nervenkitzel der Jagd zerstört. Blutgunst ist anscheinend das dort unten irgendwo. Boah, Leute. Das war es auch mit Blutgunst. Aber immerhin sind jetzt drei Totems raus. Die sind hier unten. Hallo, Michaela. So, dich muss ich wieder infizieren. Oder auch nichts machen und alles gegen die Wand setzen. Das gibt's doch nicht. So. Ja, leider ist Blutgunst halt jetzt schon weg, aber ich habe halt noch Pentimento. Okay. Ich hätte die Hoffnung, sie da direkt zu erwischen. Oh, gut gemacht. Die hat auch direkt im richtigen Abstand gewartet. Okay. Na gut, ich schaue mal, ob ich jemand anderen mir finden kann. In dem Gen direkt unter mir sind sie. Lass mich doch bitte runter, Seuche. Oh, hallo. So, infiziert. Du kriegst den Hit. Klar, ich hätte jetzt auch versuchen können, sie vollständig zu infizieren. Ja, flink hat sie. Okay, sie haben Pentimento zerstört. Da breche ich gegen. Dich nehme ich mit. So, und du kommst nach dort an den Haken. Ich sollte dann auch mal wieder ein paar Pentimento-Totems aufstellen. Im Moment sieht es halt nicht gut aus. Ich habe halt zu lange gebraucht mit der Claudette, aber... das heißt, die Map ist jetzt auch nicht unbedingt die beste für... das ist ein Fehler gewesen. Okay. So, vielleicht kriege ich dich maximal infiziert. Ja. Oh, schade. Ich hätte gehofft, sie da zu bekommen. Das gibt's nicht. Okay, hallo. Vor allem, die machen lieber Totems, anstatt hier zu retten. Also ich meine, wenn niemand kommt... okay, du bist da lang. Hier haben wir Claudette. Jetzt wird dort gerettet. Habe ich dich. So, du kommst mit. Ich breche die auch kurz an, damit sie auch infiziert ist. Ja.
Kommt hier wieder jemand? Nein. Dort hinten haben wir die eine. Hier haben wir die andere. Ich hasse alles! Sie hat Claudette aufgeheilt und dort hinten wurde gerettet. Im Moment sind halt, dadurch, dass alle verwundet sind, ist es halt super schwierig für die. Das war ein Winkel? Meine Lieben. Perfekt. Damit habe ich dafür gesorgt, dass sie aufgehört hat, dort zu zerstören. Hier hinter war halt auch noch jemand. Okay, das Ding mache ich weg. Ich meine, solange die Überlebenden sich nicht heilen, ich habe halt hier jetzt die Power. Solange die sich jetzt nicht heilen und waschen, solange können sie nicht retten. Okay, hier oben weg. Dort hinten ist auch jemand. Ich habe außerdem zwei Addons mit. Einmal, dass ich einen zusätzlichen Brunnen habe. Und außerdem, dass meine Kraft 20 Sekunden länger anhält. So, okay. Es kommt anscheinend wirklich niemand. Oder sie waschen sich und kommen von der Seite. Ja, die sind in der zweiten Hakenphase. Das ist halt jetzt auch so eine Sache bei der Seuche. Wenn du dich nicht wächst und verletzt bleibst, kannst du halt auch nicht mehr retten. Und stirbst halt auch sehr, sehr schnell. So, und dadurch, dass ich halt den Apfel habe, habe ich halt zweimal meine Kraft. So, hep. Da wurde jetzt gerettet. Gibt es irgendeinen schnellen Weg nach unten? Hier unten den. Okay, meine Kraft ist auch vorbei. Die wollen das doch wieder hier haben, oder? Hier unten weg. Sie haben gerettet. So, dort hinten haben wir sie. Du hast gerettet, ne? Hab ich dich? Das ist die Yunjin, die ist tot, wenn ich sie aufhänge. Die vorhin in die zweite Hakenphase gekommen ist. Okay, sie haben endlich das Totem zerstört, aber wisst ihr was? Okay, ja, repariert. Jetzt waschen sie sich auch langsam. Okay, oh, das Totem ist halt auch an einer echt blöden Position. Ich muss hier runter. Okay, da hat jemand so eine Blume mitgenommen. Okay, ich breche einfach überall gegen, falls die Cheryl hier irgendwie reparieren möchte. Muss sie sich zumindest wieder infizieren. Ich werde mir auch gleich einen Brunnen holen, dass wenn ich wieder Überlebende finde, ich dann ordentlich Druck machen kann. Die sind halt auch wieder 30% langsamer. So, da bin ich schon. Hallo. Oh, Cheryl. Einmal. Zweimal. Perfekt, komm mit. So, dort an den Haken. Wir müssen nur noch einen reparieren. Und die ist auch tot. Perfekt, richtig gut. Hab ich dich? Das war so cool. Die springt dort runter und ich spreche einfach rein weiter. Oh, wie böse. Okay. Und tap. So, jetzt steht nur noch die Michaela. Da nicht. Dort hinten vielleicht. Oh, hier er. Die nimmt den Weg hier runter. Hat sie den Weg?
Okay, sie geht doch einen anderen Weg. Hier den Weg. Ich habe ihr den Weg vorhin halt abgeschnitten, aber sie hat es trotzdem geschafft. Oh. Richtig. Tut mir leid, Claudette. Ich hätte mir lieber die andere geholt. Aber das mache ich jetzt. So, hallo Michaela. Die ist schon... Nee, die ist noch nicht weiter. Schade. Hallo. Okay. Ja. Gut gemacht. Ich habe sie wirklich aus den Augen verloren. So, ich jag sie so rum, dann kriegt sie keinen schnellen Durchsteiger. Jetzt muss sie nur noch zu einer guten Palette kommen, dann war's das wieder mit der Jagd. Hab ich dich? Perfekt. Na gut, und damit haben wir alle bekommen. Ach ja je, aber was für eine Runde, war richtig, richtig krass. War halt irgendwie, ich hatte die Hoffnung, dass ich mehr aus Blutgunst rausholen kann, aber das Totem wird halt schnell zerstört. Claudette hat mich am Anfang der Runde sehr viel und sehr lange hingehalten, liegt aber auch halt irgendwie an der Map, weil das ist halt so gefühlt die palettenreichste Map überhaupt und halt mit sehr vielen, sehr guten Paletten auch, dass man da immer, dass die Überleben da relativ einfach haben, sag ich mal, da wegzukommen. So, hui. Okay, und am Ende, ne, dadurch, dass halt alle verletzt sind, verletzt geblieben sind und sich niemand wäscht, dann sind alle verwundet und niemand kann mehr retten gehen. Das ist halt auch so das Risiko bei einer Seuche. Bei einer Seuche sagt man sich auch häufig, los komm, wir waschen uns nicht. Aber sobald halt jemand am Haken hängt, muss jemand gesund sein, um retten zu können. Ansonsten kann die Seuche einfach am Haken bleiben und niemand kann reingehen, um zu retten. Und dann vergeht die Zeit und dann ist es noch zu spät. Was halt sehr gefährlich ist, ne, wenn ein Team das halt auch zulässt. Okay, ja, wir haben alle bekommen, ne? Aber das ist halt auch nochmal so ein Zeichen, wascht euch lieber, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, good game. Zumindest, ja, ist halt immer so eine Abwägung, wann wasche ich mich, wo wasche ich mich, ist eigentlich die wichtigste Frage. Nicht ob man sich wäscht, sondern wo man sich wäscht, halt möglichst weit an Map-Rändern, wo ich halt 3 Jahre hinlaufen muss, ne, aber... Na gut, war eine spannende Runde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!